Wenn nur die Gier die Maxime in diesem miseren Spiel ist, was wollen wir bloß unseren Kindern erzählen? Wenn sie vor uns stehen und uns fragen, warum habt ihr es nicht gesehen? Was passiert auf dem Planeten? Für euch geht's um Gewinne und Verträge, doch für sie um ihre Leben. Alle Arme in den Himmel! Morgen wird wir sie heute hinterlassen, wo Zäune stetig wachsen, Träume hier zerplatzen. Wir hinterlassen Kriegsschauplätze, die wir als Fußabdruck in den Sand der Geschichte setzen. Hört ihr die Kinder sprechen? Sag mir warum. Schau ihnen tief in die Augen und verrat ihnen den Grund, warum wir sahen, aber stumm zugesehen haben, weil wir dachten, irgendwer wird's tun, doch es kam niemals jemand. Ich frag mich, wann wir kapieren, Kinder handeln, wie wir handeln, denn sie handeln wie wir, weil wir handeln, wie wir handeln, ist der Wandel nicht hier. Wir zeigen ihnen eine Welt vom Hass inspiriert, denn wir retten weiter Banken. Statt Menschen auf den Straßen zu denken, man kann helfen, sein verschwendete Gedanken. Das ist letztlich, was wir pflanzen. In denen, die uns folgen, sind geprägt von was wir taten, nicht von dem, was wir wollten. Berlin! Änder dich selbst, dann änderst du die Welt. Dankeschön! Und auch ich bin für den Frieden. Aber wenn wir in der Welt Verantwortung übernehmen wollen, dann ist das kein Kindergeburtstag. Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Kindergeburtstage besucht. Ich habe Geschenke gekauft, ich habe Geschenke eingepackt. Als ich noch ein kleiner Junge war, habe ich auch Geschenke ausgepackt. Ich war hautnah dabei, als es darum ging, das Topfschlagen zu organisieren und Geburtstagstorten auf angemessene Zutaten zu überprüfen. Ich weiß, was so ein Kindergeburtstag bedeutet. Aber bei der Frage um Krieg oder Frieden, da geht es natürlich um Deutschland. Und um unsere Rolle in der Welt. Sie sollten nicht annehmen, dass es dazu geht wie auf einem Ponyhof. Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Ponyhöfe besucht. Auch international agierende. Sie dürfen nicht glauben, dass Ponyhöfe ohne Aufsicht funktionieren würden. Oder ohne Getränkestände und den Verkauf von kleinen Snacks. Die Tiere müssen versorgt werden. Das Personal muss überwacht, notfalls auch abgehört werden. Ich weiß, was es bedeutet, so einen Ponyhof zu betreiben. Das können Sie mir ruhig glauben. Und Sie können mir auch glauben, dass ich für den Frieden bin, aber ich bin ja auch gegen den Krieg. Und da muss man manchmal Maßnahmen ergreifen, die unpopulär erscheinen. Das Leben ist schließlich kein Picknick. Ich habe in meinem Leben schon an sehr vielen Picknicks teilgenommen. Und ich kann Ihnen sagen, dass es dort rauer zugeht, als Sie vielleicht denken. Ich habe Kämpfe um die besten Picknickplätze erlebt. Ich habe gesehen, wie Sozialtouristen mit ihren Körben ungehemmt auf Grillplätze und Wiesen vorgedrungen sind. Man muss das eingrenzen, wenn es einem ernst ist um die deutsche Picknickkultur. Wir können uns nicht einfach an den Rand stellen und zusehen, wie unsere Picknickfachkräfte von zugewanderten Picknickern verdrängt werden. Ich meine, es geht um Regeln und darum, um diese Regeln einzuhalten, Regeln aufzustellen und dafür zu sorgen,
dass diese Regeln auch durchgesetzt werden. National und international. Das Leben ist schließlich kein Wunschkonzert. Ich habe in meinem Leben schon früh erfahren müssen, was es bedeutet, an so einem Wunschkonzert teilzunehmen. Da wird mit allen Mitteln gearbeitet. Da werden Moderatoren bestochen oder erpresst. Da werden Telefonleitungen manipuliert und Zuschauer massakriert. So ein Wunschkonzert ist Krieg. Ich bin gegen Krieg. Aber wer seinen Glauben an das Gute beim Wunschkonzert nicht verlieren will, der sollte zumindest wissen, dass so ein Wunschkonzert straff organisiert werden muss. Wir müssen wachsam sein. Wir müssen den Blick auf unsere Verantwortung richten. Wir müssen begreifen, dass wir in der Welt eine führende Rolle spielen. Entschuldigen Sie bitte, aber eben ist mein Herz mit mir durchgegangen. Ich meine natürlich, wir müssen begreifen, dass andere Länder uns brauchen. Unsere Werte, unsere Freiheit, unsere Art und Weise, Fußball zu spielen und die deutsche Ästhetik in Fragen der Form und Gestalt, die wir mit friedlichen Aktivitäten in Kriegsgebieten einnehmen. Das Leben ist schließlich kein Zuckerschlecken. Doch es erfüllt mich mehr und mehr mit Wohlwollen und Zuversicht, beobachten zu können, wie die segensreiche Saat meines historischen Wirkens nun endlich spät, aber nicht zu spät, aufzugehen beginnt. Wir, dass wir diesen Aufruf mitnehmen sollten als geistige Anregung zum weiteren Nachdenken über Friedenspolitik. Und mein Kollege Lühr Henken wird ihn jetzt uns gemeinsam verlesen. Lühr, du hast das Wort. Danke, Rainer. Vielen Dank für die gute Ansage. Er hat nur eine Sache nicht genannt, nämlich wer diesen Aufruf unterzeichnet hat. Das sind 60 Persönlichkeiten, man kann wirklich sagen Persönlichkeiten der deutschen Politik, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus den Kirchenkreisen und aus der Kultur. Ich möchte nur einige stellvertretend vorlesen. Der erste, der immer genannt wird, ist Roman Herzog. Ob er früher hier im Haus war, weiß ich jetzt nicht mehr. In Bonn war er wahrscheinlich. Joachim Gauck steht jedenfalls nicht darunter. Wim Wenders, Margot Käßmann, Reinhard May, Gerhard Schröder, Georg Schramm, der Kabarettist, Friedrich Küppersbusch und Otto Schily und viele weitere mehr. Es sind einige darunter, die sich nicht gerade als Friedensfreunde geoutet haben und dessen Entscheidungen wir auch bekämpft haben. Auch wenn nicht alle von uns mit jedem Satz des Aufruftextes einverstanden sind, so finden wir doch zumindest seine Intention so bedeutsam, dass wir uns entschlossen haben, ihn hier auszugsweise zu verlesen. Und zwar mit dem Hintergedanken, dass dieser Aufruf von euch allen unterstützt wird, indem ihr ihn unterzeichnet. Und das könnt ihr machen im Internet bei openpetition.de. Und jetzt auszugsweise aus dem Text. Und zwar nur die Forderungen, weil es sonst uns alle überstrapazieren würde. Nach dem Satz: Die Menschen in Europa müssen wieder Angst haben. Folgen Forderungen. Wir, die Unterstützer, appellieren an die Bundesregierung, ihrer Verantwortung für den Frieden in Europa gerecht zu werden.
Wir brauchen eine neue Entspannungspolitik für Europa. Das geht nur auf der Grundlage gleicher Sicherheit für alle und mit gleichberechtigten, gegenseitig geachteten Partnern. Die deutsche Regierung geht keinen Sonderweg, wenn sie in dieser verfahrenen Situation auch weiterhin zur Besonnenheit und zum Dialog mit Russland aufruft. Das Sicherheitsbedürfnis der Russen ist so legitim und ausgeprägt wie das der Deutschen, der Polen, der Balten und der Ukrainer. Wir dürfen Russland nicht aus Europa hinausdrängen. Das wäre unhistorisch, unvernünftig und gefährlich für den Frieden. Seit dem Wiener Kongress 1814 gehört Russland zu den anerkannten Gestaltungsmächten Europas. Alle, die versucht haben, das gewaltsam zu ändern, sind blutig gescheitert. Zuletzt das größenwahnsinnige Hitler-Deutschland, das 1941 mordend auszog, auch Russland zu unterwerfen. Wir appellieren an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, als vom Volk beauftragte Politiker, dem Ernst der Situation gerecht zu werden und aufmerksam auch über die Friedenspflicht der Bundesregierung zu wachen. Wer nur Feindbilder aufbaut und mit einseitigen Schuldzuweisungen hantiert, verschärft die Spannungen in einer Zeit, in der die Signale auf Entspannung stehen müssten. Einbinden statt ausschließen muss das Leitmotiv deutscher Politiker sein. Wir appellieren an die Medien, ihrer Pflicht zur vorurteilsfreien Berichterstattung überzeugender nachzukommen als bisher. Leitartikler und Kommentatoren dämonisieren ganze Völker, ohne deren Geschichte ausreichend zu würdigen. Jeder außenpolitisch versierte Journalist wird die Furcht der Russen verstehen. Seit NATO-Mitglieder 2008 Georgien und die Ukraine einluden, Mitglieder im Bündnis zu werden. Es geht nicht um Putin. Staatenlenker kommen und gehen. Es geht um Europa. Es geht darum, den Menschen wieder die Angst vor Krieg zu nehmen. Dazu kann eine verantwortungsvolle, auf soliden Recherchen basierende Berichterstattung eine Menge beitragen. Ich bitte euch, die Unterstützung, die ihr jetzt fühlt, mit nach Haus zu tragen und ins Internet zu gehen und bei openpetition.de nach diesem Aufruf zu suchen. Die Überschrift des Aufrufs heißt: Wieder Krieg in Europa? Fragezeichen, nicht in unserem Namen. Herr Gauck, ich weiß, Sie sind Theologe und gerne hätten wir mit Ihnen gesprochen. Aber daher, da Sie nicht da sind, haben wir nun einen Kollegen von Ihnen eingeladen. Er ist Theologe, suspendierter Priester, Psychoanalytiker und Schriftsteller. Darf ich begrüßen Eugen Drewermann? Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Friedens, wir stehen hier in den Vorweihnachtstagen, um auszusprechen, was wohl jeder fühlt. Wir wollen Frieden und keinen Krieg. Als Theologe möchte ich Herrn Gauck daran erinnern, dass er seinen Gemeinden, als er noch im Dienst war, wohl nicht erläutert hat, wie die Engel über den Fluren von Bethlehem zur Friedenspolitik des Kaisers Augustus in Rom aufriefen. Genau das Gegenteil der Pax Romana war gemeint. Wer dich auf die eine Wange schlägt, dem halte noch die andere hin. Das ist das Gegenteil von Aufrüstung. Glücklich, heißt es in der Bergpredigt, wage ich die Menschen zu nennen, die in dieser Welt den Mut haben, wehrlos zu bleiben. Davon ausgehend erscheint es wie eine Perversion der christlichen Werte, die sie vorgeben, zu verteidigen. Wenn sie uns erläutern, es sei Verantwortung, kriegsbereit in aller Welt zu werden. Wir sind das nicht, wir sind dagegen. Wohl ist es wahr, als wirtschaftsstärkster Staat Europas haben wir weltweit Verantwortung. Aber unter Frau Merkel ist die Verantwortung dahin gediehen, dass wir an dritter Stelle der waffenexportierenden Länder stehen. Das wollen die Mehrheit in Deutschland nicht länger dulden. Wir auf keinen Fall. Und wenn Herr Gabriel unter parlamentarischer Kontrolle Machenschaften wie Panzer nach Saudi-Arabien zumindest zu problematisieren sucht, soll er dann weiterhin zurückgepfiffen werden von dem Geheule und Gejaule der Waffenindustrie, EADS, MBB, Heckler und Koch und wie sie alle heißen. Seit wann sind Geschäfte und Profite wichtiger als Menschenleben? Oh ja, Verantwortung hätten wir. Inmitten einer Welt, in der 50 Millionen Menschen Hungers sterben, hätten wir Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Nahrungsknappheit endet, Trinkwassermangel beseitigt wird, Überbevölkerung reduziert wird, Umweltzerstörung eingedämmt wird, Wirtschaftsmigration zu Millionen Menschen im Elend endlich ein Ende hätten. Stattdessen sehen wir, wie das Mittelmeer in einen Massengrab verwandelt wird, abgewehrt mit militärischen Mitteln von Frontex, bezahlt in Berlin, Sitz in Warschau. Um das Wohlstandskontinentgebiet Europa an den Südgrenzen abzuschotten. Das ist nicht Verantwortung, Herr Gauck. Das ist das Gegenteil erbarmungslosen Zynismus und Wegsehens. Bravo! Seit 1989 hätten wir eine wunderbare Chance gehabt und könnten sie noch heute ergreifen. Damals erklärte Gorbatschow, Bush dem Älteren, nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes könnte auch die NATO sich auflösen und der gesamte Korridor vom Ural bis zum Atlantik entmilitarisiert sein. Stellen wir uns eine Welt vor, in der die ungeheuren Mittel an Wissen und an Wirtschaft, an Wohlwollen und Frieden konvertiert würden, endlich in die Lösung
der wirklichen Aufgaben der Menschheit, statt in den Wahnsinn, die Ostausdehnung der NATO als Friedensersatzpolitik hochzustilisieren. Der wichtigste Beitrag zur Friedenspolitik lautet: Raus aus der NATO. Sie ist niemals das gewesen, für das man sie ausgegeben hat. 35 Jahre lang hat man den Deutschen beigebracht, dass sie Soldaten stellen müssten, um mit den Furchtbarkeiten aller Kriegswaffen zu verhindern, dass wir jemals angegriffen würden. Zusätzlich zu den geheimen Einsätzen der CIA so ziemlich rund um diesen Globus, plus der Aufrüstung des Weltalls mit der NASA. Das alles unverrechnet muss sich addieren zu den rund 300 Milliarden, die die NATO-Staaten aufzubringen haben. Das ist gesamtgerechnet mehr als das Zehnfache von allem, was Russland ausgibt zu seiner Verteidigung. Wer hat da Grund, sich vor wem zu fürchten? Applaus 1989 versprach man Gorbatschow, es würde die NATO sich keinen Zentimeter nach Osten wegbewegen. Genscher noch verhandelte über die Wiedervereinigung Deutschlands auf der Basis der Vorstellung, dass die neuen Bundesländer entmilitarisiert bleiben würden. 20 Jahre hat man in Neuruppin darum gekämpft, dass die Bundeswehrpläne zur Einrichtung eines Bombodroms dort selbst endlich scheitern konnten. Im Übrigen ist der Durchmarsch der NATO komplett. 11 Staaten wie ein Krake jetzt umklammern die Westgrenze Russlands. Die NATO steht in Georgien, will in die Ukraine, richtet ihre Stützpunkte ein in Kasachstan, Kirgisien und Usbekistan, beansprucht die Lufthoheit in Mittelasien über Afghanistan. Überall da, wo die NATO nicht hingehört, steht sie heute. Sie ist kein Verteidigungsbündnis, sie ist das aggressivste Bündnis, das die Menschheit je gesehen hat. Ich würde sagen, wir müssten aber den Kurden helfen. Also müssen wir Waffen haben, also brauchen wir 100 Leute, die sie ausbilden, um effizient mit den unseren Waffen umzugehen. Wann hätten uns die Kurden jemals interessiert? Die Verteidiger in Kobane gehören zur PKK und sind deshalb eine terroristische Vereinigung. Zum ersten Mal im Jahre 1925 wurden Kurden bombardiert von Briten aus der Luft, weil man auf dem Boden ihrer Füße Erdöl zum ersten Mal geologisch prospektiert hatte. 17 Millionen Kurden mit einer tausendjährigen Kultur warten darauf, ein Volk sein zu dürfen. Aber das dürfen sie nicht, denn es könnte die Interessen des NATO-Staates Türkei berühren. Deshalb waren sie nie etwas anderes als ein Prellbock gegen Saddam Hussein, gegen Assad in Syrien. Immer sollten sie kuschen, so wie die Amerikaner es haben wollten. Dafür sind sie zu schade. Und lediglich die Option, einen eigenen Staat bilden zu können, verdiente unsere Unterstützung. Das wechselseitige Abschlachten jetzt in keiner Weise. Die gesamte Wehrpolitik steht heute vor einem Problem, das nicht zuletzt begonnen hatte mit dem Baron von und zu Gutenberg, als er kostengünstig, wie er versprach, die Wehrpflichtarmee umwandelte in eine Berufsarmee. Nötig wurde das, weil immer weniger bereit waren, dahin zu gehen. Jetzt steht die ehemalige Familienministerin Frau von der Leyen als Kriegsministerin vor der ihr gegebenen Aufgabe, die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft ankommen zu lassen. Ich sage schon vorweg, bei uns wird sie niemals ankommen. Es ist vielleicht möglich, bei Verbesserung der digitalen Kommunikation,
bei der Verbesserung des Mensa- und Kasernenessens, bei Freizeit am Wochenende und ähnlichen Maßnahmen, das gesamte Image der Bundeswehr gebrauchsfreundlicher zu machen, so wie Frau von der Leyen spricht, gleichwertig mit anderen Unternehmen. Frau von der Leyen, die Bundeswehr ist kein Unternehmen unter anderen. Was man dort lernt, ist das Töten von Menschen auf die effizienteste Weise. Und wir lassen uns das auch nicht scheibchenweise als Normalität verhökern. So wie es uns egal sein könnte, wenn man uns die Blutwurst über die Theke schiebt, wie die Zustände in den Schlachthäusern an der Peripherie der Großstädte sind. Wir interessieren uns dafür, wie Sie gedenken, Sicherheit zu produzieren. Familienfreundlich. Also, da sieht man in Potsdam das Väterchen sitzen und abarbeiten den Mordbefehl zur außergerichtlichen Tötung in 10.000 Kilometer Entfernung mittels Drohnen. Und sein Söhnchen sitzt auf seinem Schoß und lernt, wie man die Sache in 10 Jahren womöglich noch verbessern kann. Soll das die Zukunft sein, mit der wir unsere Kinder erziehen und ihnen beibringen, was Weltverantwortung bedeuten könnte? Kein Drohnenangriff, den die Amerikaner fliegen, ohne dass er koordiniert würde im deutschen Ramstein. Alle wissen das, aber es ist dringend nötig, diese missbräuchliche Firm, einen deutschen Stützpunkt zu benutzen, zu denunzieren und abzuschaffen. Man geht nicht in andere Länder hinein, spricht Obama mit Blick auf die Krim und die Ukraine. Wer bitteschön seit 1965 hatte nötig, in Vietnam einzudringen, im Irak, in Somalia, Libyen und Syrien zu verwüsten? Wer hatte nötig, ein zweites Mal in den Irak einzubrechen und in der Zwischenzeit mehr als 1 Million Menschen durch die Embargo-Politik in den Tod zu treiben? Allein, dass Agent Orange bei der Entlaubung des Ho Chi Minh-Pfads in Vietnam hat bis heute seine Folgen in Gestalt von Fehlgeburten, Krebsfällen. Das abgereicherte Uran im Süden des Irak mit denselben Wirkungen. Nicht einmal die Minen in Afghanistan will die Bundeswehr bekannt machen, aus sicherheitstaktischen Gründen. Aber wir jetzt sollen 100 Soldaten in den Norden des Irak schicken, damit man ihnen beibringt, wie man Minen entschärft. Zynischer kann die Verhöhnung unserer deutschen Bevölkerung nicht ausfallen als mit solchen Statements. Was weder Herr Gauck noch Frau Merkel noch Frau von der Leyen zu begreifen scheinen, ist, dass es eine totale Veränderung des Bewusstseins bedeutet, wenn man Jugendlichen beibringt, dass ab sofort zu gelten habe, du oder ich, und wie tötet man den sogenannten Feind am schnellsten und am radikalsten. Gerade weil wir hinsehen, sollten wir ein Stück weit uns erinnern. Es war 1918, als alle in Europa hätten sagen müssen, es ist nicht denkbar, dass nach dem Hinschlachten von 10 Millionen Menschen irgendeiner diesen absurden Krieg gewonnen haben könnte. Wir alle haben unsere Menschlichkeit verloren in den Materialschlachten von Verdun, von Ypern und Cambrai. Wir alle schließen uns zusammen in dem Wissen, dass da lautet nie wieder Krieg. Stattdessen wollten die einen den Krieg nicht verloren und die anderen ihn gewonnen haben. So ereignete sich die Urtragödie im 20. Jahrhundert. Genau 100 Jahre später könnten wir endlich begreifen, mit Bomben schafft man Friedhöfe, doch niemals Frieden. Wer heute Soldat wird, tut es, um da Geld zu verdienen, in der Logik von Frau von der Leyen. Man könnte genauso gut Straßenkehrer, Schlachter, Bäcker oder irgend sonst was sein. Wir sind zurückgefallen auf das Söldnertum der Zeit des 30-jährigen Krieges.
Wir haben jetzt Killer-Profis, die auch Befehl ihn töten. Nur fürs Geld, für keinen höheren Anspruch mehr. Alles andere wird geredet, um eine ideale Motivation aufzubauen, die sich selber Lügen straft. Auch das konnte man lernen aus dem sogenannten Ersten Weltkrieg schon. 12 Jahre hatte Erich Maria Remarque nötig, um zu Papier zu geben. Wenn das möglich war, damit meinte er die Stahlgewitter an der Westfront, war alles umsonst, was wir jemals Kultur genannt haben, von Platon bis Schopenhauer. 6 Wochen Ausbildung haben genügt, dass wir durch den Dreck robben für irgendjemanden, der die richtigen Epauletten hat. Wir sind zu Tieren geworden, zu Mördern geworden. Wir haben aufgehört, Menschen zu sein. Was sagen wir denen in den Schulen, den Frau von der Leyen, die Offizierspropaganda der Bundeswehr angedeihen lassen will? Wenn in Sachsen-Anhalt man darüber nachdenkt, ob auf jeden Bundeswehroffizier in den Schulen nicht auch ein Pazifist sprechen sollte, um unsere Anliegen zu vertreten, jault die CDU im Voraus und man wird das Anliegen niederschmettern. Denn die Bundeswehr ist ein Verfassungsorgan. Und dagegen zu sein, wäre Wehrkraftzersetzung. Genau das ist es, was wir wollen. Wehrkraftzersetzung und Abschaffung der Bundeswehr. Wir haben beim Töten nämlich Skrupel und wir wollen sie erzeugen. Ich denke an den Bomberpiloten Harold Nash von der Royal Air Force, Juli 1943. Die Operation Gomorra wurde geflogen auf die Hansestadt Hamburg. Round-the-clock-Bombing. 40.000 Tote in Hammerbrook in einer einzigen Nacht. Nash beschreibt es in seinen Worten: Wir sahen unter uns ein schwarzes Band wie Samt, bestickt mit Perlen. Und wir wussten, dass das, was wir da drunten anrichten, schlimmer ist als Dantes Inferno. Aber wir sahen ja nur Feuer, wir sahen keine Menschen, sonst hätten wir das gar nicht tun können. Soll die Antwort darauf wirklich lauten, wir brauchen es gar nicht zu sehen, wir morden digital in 10.000 Kilometer Entfernung, dass es unsere Nerven nicht berührt? Ist das die Antwort jetzt, Herr Gauck, Frau von der Leyen? Und am schlimmsten der Gehorsam. Keine Armee der Welt, die ihren Frauen und Männern etwas anderes beibringt, als dass man stramm steht auf Befehl. Selbst die Folterspezialisten in den Lagern in Bagram, Polen, Ägypten, Syrien werden in Schutz genommen von Bush dem Jüngeren und Dick Cheney damit, dass sie nichts anderes waren als Patrioten, die ihre Befehle ausgeführt haben. Das könnten die Amerikaner wirklich wissen. 1946 in Nürnberg in den Kriegsverbrecherprozessen richteten sie an die Nazi-Granden genau diese Frage, wie sie Verantwortung wahrnehmen. Und sie hörten das Gedusel der Soldateska aller Welt. Befehl ist Befehl. Und zu Recht, sagten die Ankläger, dies ist der Anfang des Verbrechens. Man kann seine Persönlichkeit nicht abgeben an der Garderobe der Weltgeschichte, bloß weil man sich die Uniform anzieht. Wie aber überhaupt kann man dann Soldat werden? Einer, der desertierte, Joshua Key, 2003 in Bagdad, schreibt kurz und bündig: Wir bekämpfen hier keine Terroristen, wir sind selber Terroristen. Und er hat es erlebt, wie einer seiner Kameraden, ein Mädchen, das immer wieder mit seinem Geschwisterchen auf den Arm zum Kasernenhof kam, um dort zu betteln,
niedergeschossen wurde im Verdacht, es könnte ja einer von Al-Qaida sein, mit einem Sprengstoffgürtel um den Bauch. Angst und Gewalt, das ist die Logik des Krieges. Und nur solange die Mächtigen uns Angst einjagen können, etabliert sich ihre Macht im Waffengang. Vor euch, Herrn Gauck, Frau Merkel, Frau von der Leyen und wie sie alle heißen, haben wir aufgehört, uns noch zu ängstigen. Wir sind dabei, euch Angst zu machen, weil ihr die Basis im Rückhalt der Bevölkerung verliert. Ich sage es wie zur Zusammenfassung. Mit Worten, die ein Dichter, Wolfgang Borchardt, 1947, sterbenskrank, in einem Basler Spital als ein Vermächtnis der Menschheit niedergeschrieben hat. Die Lektion aus dem Zweiten Weltkrieg, die Lektion aus jedem Krieg. Es ist nicht wahr, dass unser Pazifismus ein Reflex der Nachkriegszeit sei. Es ist die prinzipielle Überzeugung jeder Vorkriegszeit. Grundsätzlich gegen jeden Krieg sind wir. Und so schrieb Wolfgang Borchardt: Mann an der Werkbank, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst statt Kochgeschirren und Wasserrohren Kanonen und Handgranaten ziehen. Mann an der Werkbank, sag nein. Und Mutter, Mutter in Deutschland, Mutter in der Ukraine, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst Kinder gebären, Jungen für die Schützengräben, Mädchen für die Spitäler, Mutter in Deutschland, Mutter in der Ukraine, sag nein. Mann im Labor, Mann am Katheder, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst den neuen Tod für das alte Leben erfinden, Mann im Labor, Mann am Katheder, sag nein. Pfarrer auf der Kanzel, Herr Gauck, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst die Waffen segnen und den Krieg rechtfertigen, Pfarrer auf der Kanzel, sag nein. Nein! Denn wenn ihr nicht Nein sagt, wird das immerzu so weitergehen. Wir sind dafür. Stopp der Rüstung. Raus aus der NATO. Abschaffung der Bundeswehr, Konversion all der Mittel für den Frieden. Der Friede ist die Zukunft, der Krieg ist die Vergangenheit. Und wir weigern uns, das deutsche Bewusstsein zurückdrehen zu lassen in die Steinzeit. Wir freuen uns auf die Tage zu Weihnacht und auf ein neues Jahr, das die alten Fehler meidet. Dankeschön. Herzlichen Dank, Eugen Drewermann, für diese aufmunternden, ergreifenden und nach vorne weisenden Worte. Ich glaube, einen besseren Redner für diese Kundgebung konnten wir gar nicht gewinnen. Herzlichen Dank, Eugen Drewermann. Herzlichen Dank von uns allen. Und liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, ich habe noch eine Nachricht, die uns, glaube ich, alle noch mal zeigen wird, wie wichtig es war. Wir sind heute, und man glaubt es kaum, wir sind dort fast in Übereinstimmung mit der Polizei, mehr als 4.000 Menschen, die in Berlin demonstriert haben. Damit ist diese Demonstration die größte Friedensdemonstration in Berlin der letzten Jahre. Und ich sage noch einmal, es ist erst der Anfang. Herr Gauck, schreiben Sie sich dieses in das Stammbuch. Wir kommen wieder. Es ist der Anfang unseres Protestes, einer erneuerten Friedensbewegung, die ihren Namen verdient.
Und ich möchte zusammen mit Lea zum Schluss nochmal an einige Daten erinnern, die wir alle fest in Erinnerung haben sollen. Lea, und du fängst an mit dem ersten Datum. Ostermarsch. Die Ostermärsche 2015 müssen mehr sein. Und wir müssen alle dabei sein. Als dass es wieder nur einmal Ostern ist. Sie müssen eine Aufbruchstimmung sein für eine noch größere Aktion. Und diese Aktion heißt 8. Mai. 70 Jahre Befreiung vom Faschismus und Krieg. Dieser Tag muss diese Stadt in das Zeichen des Friedens setzen. In der ganzen Innenstadt wollen wir für Frieden demonstrieren. Nie wieder soll Berlin so aussehen wie 1945 und keine Stadt in dieser Welt. Deswegen alle schon markieren. 9. Mai, Samstag, Berlin, Demonstration. Und jeder muss wirklich die 10 mitbringen, die er mir vorhin versprochen hat. Dann werden wir diese Bewegung, die dieses Land wieder braucht, um verändert zu werden, um friedlicher, um gerechter zu werden. Ich jedenfalls bedanke mich ganz, ganz herzlich für alle, die hier waren. Kommt wieder, schöne, geruhsame Tage, alles, alles Gute. Und das letzte Wort hast jetzt wirklich du, Lea. Ich bedanke mich, dass ihr alle hier seid. Ich bedanke mich bei Rainer, bei all den Menschen, die daran so viele Wochen mitgewirkt haben, um das hier möglich zu machen. Und ich brauche euch gar nicht sagen, dass ihr euch organisieren müsst, weil ihr wisst, wie ihr euch organisiert. Denkt bitte an die Daten, die Rainer genannt hat. Kommt und zeigt, dass wir für Frieden stehen und dass wir uns nicht in irgendwelche Kriege treiben lassen. Dankeschön und kommt sicher nach Hause. Tschüss und auf Wiedersehen. Und das Wiedersehen gilt. Tschüss. Eugen Drehermann ganz hervorragend auf den Punkt gebracht. Ich wusste nicht, dass er auch noch ein Geostratege ist. Der Mann ist ja wirklich absolut dabei. Ich glaube, man kann mit ihm mal ein langes Interview machen, auch über die CIA. Wir bleiben da dran, wollen ein Interview mit ihm machen natürlich. Aber meine Bitte an euch, ja, wir brauchen eine, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir brauchen eine Exit-Strategie für die embeddeten Journalisten, weil wir brauchen ja auch diese Journalisten, ja. Also nicht einfach auch die Kollegen hier von Spiegel TV, die hier von Springer finanziert werden, einfach denen Böses wünschen. Nein, ihr müsst sie umarmen, ihr müsst sie lieben, ja, ihr müsst eure Feinde lieben. Ihr dürft nicht den Reflex machen, dass ihr auf die schimpft. Wir müssen diesen Menschen helfen, dass sie aufhören mit dieser Scheiße, weil nur dann haben wir eine Chance, ja. Ich wünsche euch ein fantastisches Jahr 2015, guten Rutsch und für viele war es die erste Demonstration. Trotz der kurzen Schrecksekunde. Ja, die hatte ich extra damit gelegt. Ich hab alles gesagt. Won't you let us in?